Mein Dad ging aus Überzeugung zur Sternenflotte. Ich wollte mir was beweisen. Du wolltest sehen, ob du in seine Fußstapfen passt. Die ganze Zeit hast du versucht, für deinen Vater zu sein. Und jetzt fragst du dich, was es wohl bedeutet, du selbst zu sein. Wir wurden von etwas angegriffen, was uns noch nie zuvor begegnet ist. Ich weiß, das ist nicht das Ende meiner Mannschaft. Aber es ist mein letzter Eintrag ins Logbuch als Captain der Enterprise. I'm bracing for the pain and I am letting go. I gathered all my strength and I found myself. Ooh. I hit a wall. I thought that I would hurt myself. But I hit a wall. Now I'm anchored. But I hit a wall. Dann haut denen mal was um die Ohren. Haltet euch fest! Krell is very complex. When you meet him, you go, oh, he's a bad guy. I wanted a character that is there to deconstruct the Federation's ideals, but to do it in a way where he has a very valid philosophy. We wanted him to have a complex reason behind his bad guyness. He is damaged, but there's some empathy towards him. We want to understand why he's got such beef with the Federation. Idris brings an incredible amount of nuance to someone who is seemingly so evil. Krall's the soloist. He is the nihilist. Wir wurden schon die ganze Zeit von ihm beobachtet. Watching the Enterprise crash and burn, it felt like I was destroying a legacy. Krall is certainly going to be remembered for that. Ich hoffe, dass das so ist. Ich denke, du nimmst das besser zurück. Immerhin gehört es mal deiner Mutter. Es entspricht nicht vulkanischen Gepflogenheiten, das, was als Geschenk gegeben wurde, zurückzunehmen. Habt ihr etwas Schluss gemacht? Was haben Sie angestellt? Sie kommen wieder mal ohne Umschweife auf den Punkt, Doktor. Wissen Sie, Spock, wenn ein Erdenfräulein sagt, es liegt an mir, nicht an dir, dann liegt die Schuld bei Ihnen.